Jetzt geht's weiter mit Anke Harnack. Und mit echten Hinguckern und mit Klaus Mierbach, dem ausgewiesenen Oldtimer-Fachmann der Stadt, der hier nicht fehlen darf. Und ich habe so das Gefühl, Herr Mierbach, Sie haben Ihre wirklich schönsten und am tollsten polierten Schätzchen mitgebracht. Ja, das stimmt. Das kann man wohl sagen. Ja, ja. Was ist das hier zum Beispiel? Eine Feuerwehr? Das ist ein Fiat Berlila von 1935. Den Wagen kenne ich persönlich seit 1955 und er gehörte einem Freund von mir. Ich hatte noch gar keinen Führerschein. Und ich konnte ihn aber nie erwerben, er hat ihn nämlich nie verkauft. Und jetzt haben Sie ihn? Leider gestorben ist und jetzt habe ich ihn restauriert, ja. Und man sieht Sie damit ab und zu auch mal durch Eimsbüttel rauschen. Wir können ja mal noch mal gucken, was Sie noch so mitgebracht haben. Großer Freude, ja, genau. Darf man denn, wenn man Sie jetzt hier in Kleinflottbek erwischt, auch mal Probe sitzen oder ist das eher so ein bisschen Museumsatmosphäre? Das machen wir gerne. Probe sitzen. Auch mitfahren, selber fahren ist schwierig. Man muss es erst mal lernen. Achso, das ist nicht so einfach, glaube ich, ne? Wenn man so eine Automatik oder sowas... Ein bisschen dran gewöhnen. Wie lange braucht man, bis man so ein altes... Ja, ein paar Stunden braucht man schon. Ach so, aber wir reden nicht über Wochen oder Monate. Nein. Und das darf man. Wie ist das denn normalerweise? Also ich habe jetzt so gedacht, wer zu Home & Garden geht, hat vielleicht... Ich sag mal, einen 10-Euro-Schein extra einstecken, aber ich würde jetzt nicht unbedingt auf die Idee kommen, mir hier mal so en passant einen Oldtimer zu kaufen. Ja, wissen Sie, das ist so, manchmal kommt das ganz spontan. Die Leute wollen eine Blume kaufen, sehen einen Oldtimer, das war Vaters Wagen früher und bums, kaufen sie den. Nicht? Das haben wir schon oft erlebt. Ich stelle es nicht in Frage. Wenn es einer weiß, dann sind es Sie. Und Sie haben heute ausnahmsweise mal, nicht, dass Ihre Autos nicht schon schön genug wären, aber wir haben auch noch drei bildschöne Damen hier. Wunderschön, ja, das kann man gut sagen. Das muss man wirklich sagen. Sandra Wunderlich mit zwei Models, die noch in, was ist das für ein Modell, wo sitzen die drin? Im Jaguar? Das ist ein Jaguar aus dem Jahre 1960. Okay, und die lassen wir jetzt mal beide aussteigen und Sandra Wunderlich wird uns erklären, was die Mädels tragen werden.